Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und dieses Video ist ein bisschen was Besonderes, denn diesmal habe ich einige neue Abonnenten. Es waren, glaube ich, so circa 30. Ich war sogar fast ein bisschen überrascht, wie viele neue da noch dazu kamen. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich und ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen, was ich hier so tue. Und dieses Let's Build dreht sich, mal zur Erläuterung, um dieses Organic. Und ein Organic ist eben kein Gebäude, sondern so eine Art Statue. Und ich bin momentan dabei, diesen Typen zu bauen. Der ist ein bisschen so ein Assassine. Und dadurch, dass er noch nicht fertig ist, sieht zum Beispiel jetzt hier dieses Bein recht seltsam aus. Aber das muss man eben Stück für Stück umsetzen. Und direkt zur Einleitung wollte ich euch einfach mal zwei Methoden zeigen, wie man Organics machen kann. Da ihr ja den Anfang wahrscheinlich nicht gesehen habt. Und zwar ist das eine mit einem Plugin namens Voxel Sniper. Und damit kann man dann hier zum Beispiel so die Blöcke, ja, ich sag mal, mehr Blöcke hinzufügen, einfach. So in etwa zum Beispiel. Und dann kann man es mit dem Pfeil, wenn man den richtigen Command kennt, na, das ist der Blend Brush, so heißt er, kann man die Blöcke wieder wegnehmen. Und zu diesem Voxel Sniper werde ich auch nochmal ein Tutorial irgendwann machen. Aber jetzt momentan habe ich nicht die Zeit dafür, das umzusetzen. Rückgängig kann man natürlich auch machen mit Slash U. Solange bis ich zum Beispiel da hinten den Bug aus der Wand wieder raus habe. Bisschen scheiße gelaufen. Na? Ja, jetzt. So. Das ist die eine Methode mit diesen Commands. Und das braucht aber ein bisschen mehr Zeit, damit man das richtig erläutern kann. Und die andere Methode ist, indem man einfach Block für Block dieses Organic baut. Und das mache ich jetzt momentan hier bei diesen Klamotten. Mir fällt gerade auf. Es kann sein, dass ich hier den falschen Block verwendet habe. Nee, es ist überall dieser. Okay. Ja. Und das heißt, ich werde diesen Block jetzt hier verwenden, um das Organic ein bisschen weiter zu dichten. Und die große Schwierigkeit ist eben, dass man immer nur einen kleinen Ausschnitt seines Bildschirms sieht. Und daher muss man sich relativ gut vorstellen können, was man denn da gerade am Bauen ist und was man eigentlich so vorhat. Ich werde jetzt erstmal diese Blöcke hier replacen. Bis hier oben vielleicht. Ja, genau. Es ist immer ein bisschen schwierig, so ein Video aufzunehmen, denn sonst bin ich es gewohnt, eigentlich fast immer dieselben Zuschauer zu haben und dann hat man da nicht so eine, ich sag mal, so eine Art Erwartungsdruck, dem man gerecht werden möchte. Denn ich möchte das natürlich jetzt auch möglichst schön machen. Ich wollte gleich mal vorweg sagen, dass ich jetzt in der nächsten Woche keine Zeit habe, weitere Videos zu machen. Das liegt daran, dass ich momentan ein Praktikum mache und für dieses Praktikum wohne ich nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinem Vater. Und ja, dort habe ich eben nicht einen PC, mit dem ich aufnehmen kann. Und daher kann ich da jetzt eigentlich keine Videos machen. Das ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, ihr überlebt es. Und ich hoffe, dass es danach dann wieder weitergeht. Ich mache normalerweise einfach Videos, wenn ich darauf Lust habe, weil sonst macht es nicht so viel Sinn. Und das ist normalerweise so zweimal die Woche mindestens. Und ja, das sieht dann meistens so aus wie das jetzt gerade. Und natürlich konzentriert man sich manchmal und kann dann nicht so flüssig reden wie sonst. Ja, das ist zum Beispiel jetzt gerade der Fall. Zu dem neuen Team. Diese Statue, die ich hier gerade baue, wird im Prinzip so das Zentrum des Spawns fürs neue Team. Zumindest vorerst. Ich habe da schon einen Plan für einen neuen Spawn inzwischen. Aber jetzt habe ich hiermit angefangen und das möchte ich natürlich auch fertig bauen. Und upsala.
Ja, und das neue Team, es wird auf jeden Fall einen Bauserver geben, auf dem ihr Plots bauen könnt und wenn ihr gut genug seid, eben auch eine eigene Welt bekommt oder so. Und ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich am liebsten so eine kleine zusammenhängende Welt machen, also das hat man irgendwie in der Mitte und dann entsteht außenrum so eine Stadt oder sowas. Aber das Problem ist mit den Videos, das kostet relativ viel Zeit, immer diese Cinematic-Videos zu machen. Ich habe da jetzt bereits einen gefunden, der diese Videos für mich machen würde, aber ich möchte natürlich nichts garantieren. Und das Problem ist zum Beispiel, dass man bei so einem Video dann noch so Links reinsetzen muss und so weiter und die Beschreibung machen möchte und natürlich noch ein Thumbnail braucht und alles. Und das braucht alles so seine Zeit. Und deswegen muss ich da schauen, wie schnell ich diesen Kanal umgesetzt bekomme. Vor allem, weil ich eigentlich möchte, dass dieser Spawn erst fertig ist, bevor ich den neuen Server eröffne gewissermaßen, denn sonst ist das alles so unfertig. Und wenn ich dann bauen möchte an dem Teil, dann kommen vielleicht direkt Nachfragen, wie das dann jetzt alles funktioniert und so. Und dann antworte ich den Fragen und dann kann ich nicht bauen. Und deswegen möchte ich das hier erst fertig bekommen und dadurch wird sich dieses Team verzögern. Aber jetzt, wo sich jemand gefunden hat, der Videos machen würde, bin ich mir auch relativ sicher, dass dieses Team existieren wird. Und wie das dann genau aussieht, wie gesagt, das werde ich dann hier nochmal sagen. Ja. Ja, das war soweit die Infos. Und jetzt versuche ich mich ein bisschen wieder mehr hier auf dieses Video an sich zu konzentrieren. Upsala. Das ist tatsächlich immer ein komischer Effekt. Es ist genau dasselbe, wenn ich auch neu anfange, Videos zu machen, nach einer längeren Unterbrechung oder so. Zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, es waren glaube ich 2 Wochen oder 3 Wochen. Da konnte ich auch fast gar nicht aufnehmen, weil ich so das Gefühl hatte, alle erwarten irgendwie sowas Bestimmtes. Und genau das Gefühl habe ich jetzt gerade wieder. Das ist ganz verrückt und dann kann man gar nicht richtig bauen, weil man sich so sehr konzentrieren muss. Ich denke, das bessert sich immer mit der Zeit. Ihr könnt ja mal die anderen Videos angucken, was ihr davon haltet. So. Ah. Sieht halt immer komisch aus, wenn man da hochguckt und es noch nicht fertig ist. Das hier wären jetzt die Falten von dem von der Tunika oder was der da anhat. Und was ich dann auch machen möchte, ist hier um die Taille so eine Art Gürtel, der, ja, mal gucken. Und den Kopf muss ich noch größer machen, der ist momentan noch ein bisschen verkrüppelt. Den Sandsteinblock, den habe ich da, weil der Sandstein mein Lieblingsblock ist und das hier quasi ja so ein bisschen, ja, auch mich repräsentieren soll. Da jetzt das nächste Bauteam quasi zunächst mal mit mir beginnt, wobei ich da ja schon zugebe. Naja, inzwischen sind es auch schon wieder mehr Leute irgendwie, die daran interessiert sind und dann ist das auch wieder komisch. Als ich damit angefangen hatte, hatte ich noch überlegt, ob ich irgendwie so eine Art Team Wolfie mache oder so. Aber das fand ich dann doch ein bisschen seltsam. Denn ich weiß gar nicht. Ich möchte eigentlich tatsächlich ein Team machen, wo sich andere Leute beteiligen können und dann auch immer mal wieder zum Beispiel das Team für eine Zeit lang so ein bisschen übernehmen können oder so. Denn mit dem Studium ist es ein bisschen schwer, das immer zu regeln und das Studium nimmt da leider keine Rücksicht auf YouTube. Und während das in der Mittelstufe und so weiter noch immer ungefähr vorhersehbar war, wie viel Aufwand man betreiben muss in jeder Woche. Und ich dadurch Videos machen konnte auf YouTube. Ist es jetzt so, dass im Studium das quasi gar nicht vorhersehbar ist. Und
daher muss ich so ein bisschen flexibel sein. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich die Butler-Truppe gründen wollte. Damit einfach ich da auch flexibel sein kann, was meine Zeit angeht. Weil man einfach bei so einem Team dann immer Leute hat, die einem auch wieder Arbeit abnehmen. In dem Fall hatte sich das dann so entwickelt, dass der Illibu, der Leiter von den Pixelbiestern, dann wirklich aber sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt hat, sodass es mir dann irgendwie auch leid tat, weil ich damit einfach überhaupt nicht mithalten konnte, zeitlich gesehen. Ja, und das war dann eben schon doof von der Situation her. So. Gut, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt so gut ist, wenn ich das so Block für Block, Reihe für Reihe hier hochbaue. Denn man verliert doch relativ schnell den Überblick. Zum Beispiel gibt es eigentlich gar keinen Grund, dass das hier wirklich breiter wird. Es müsste eigentlich eher in die Richtung breiter werden. Tja. Ich denke, ich werde das hier so... Ich baue da jetzt nochmal so eine Linie runter, die ungefähr angeben soll, wo das Gewand lang geht. Na, komme ich da hin? Dahin, okay. Und jetzt verschiebe ich die Linie hier hin. So. Jetzt muss ich das in etwa dritteln. So. Und dann haue ich die Linie wieder weg. So. Ja, und dann habe ich hier so eine Kurve, so dass das eben nicht so gerade hoch geht, sondern so gekurvt hoch geht. Und dann kann ich nämlich hier so zu dem nächsten Block bauen. Obwohl. Ah ne, der ist eins weiter hinten. Mist, Mist, Mist. Gut, dann muss ich ab hier so bauen. Ah. Also so Falten sind, muss ich sagen, was Organics angeht, bislang das Schwerste, was ich gebaut habe. Weil du einfach irgendwie keine Formen hast und so Falten kann ich mir immer schlecht vorstellen. Wenn man das dann auch noch in Blöcken denken muss, das finde ich sehr schwer. Dass das dann auch wirklich noch wie Falten aussieht und dass man alles erkennen kann. Und auf der Vorderseite bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber jetzt hier bin ich mir da etwas unsicher. Man erkennt es leider auch mit den braunen Blöcken nicht ganz so gut. So, jetzt muss ich da noch die paar Blöcke füllen. Ich denke aber, ich bin jetzt auch inzwischen schon fast bei 15 Minuten. Es tut mir ein bisschen leid, dass das erste Video jetzt, naja, so spontan entstanden ist und ich jetzt auch kein Thema oder so hatte. Ansonsten habe ich eigentlich ganz gerne Themen, über die ich reden kann, aber jetzt gerade, ich bin jetzt gerade nur so auf dem Sprung von der Heimat von meinem Vater zu meiner Oma, um die über Ostern zu besuchen. Und bin da schnell zu Hause vorbeigefahren. Und muss jetzt gleich mit dem ICE weiter. Ja. Und dementsprechend war das jetzt spontan, dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen oder irgendwie geholfen. Und ja, dieses Teil ist hoffentlich auch bald fertig, damit ich den Server weiter aufbauen kann. Also einfach so den Spawn noch drumherum. Ich möchte jetzt halt einfach nichts Halbfertiges abliefern. Ich denke, ihr versteht es auch. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Osterwoche. Und die meisten von euch werden Ferien haben, also auch schöne Ferien.
Und ja, wie es dann mit dem Team weitergeht, das werdet ihr ja dann sehen. Dieser neue Channel hat ja noch gar nichts. Da wird dann jetzt Banner, Profilbild und so weiter erstellt und hinzugefügt. Und ein Thumbnail-Design brauchen wir. Und dann werde ich möglichst bald versuchen, dass man diesen Bauserver eröffnen kann und dann könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Nur am Anfang müsst ihr noch darauf achten, was so Support angeht, also wie das Ganze funktioniert. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da wirklich helfen kann, denn ich habe einfach momentan nicht so viel Zeit und wenn ich mich dann immer um alle User kümmere, dann kommt man eben fast nicht mehr zum Bauen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das regle, aber der Bauserver kommt auf jeden Fall und hoffentlich auch der Channel. Und ja, dann nochmal eine schöne Woche. Wir genießen jetzt den Sonnenuntergang und ciao.